Oh, es tut mir leid. Du bist der Falsche. Dich wollte ich nicht. Ich hab gedacht, du bist die Original. Ich muss das Ding wirklich an Schwimmen nutzen. Das Ding ist ganz schön langsam. Was denn? Zieh dir mal was an. Hast ja noch nicht mal Haut an, Junge. Die lässt dich aber gehen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead Meme in den Kabin. Nach der achten Horde. Alle tut ihr laufen, aber jetzt müssen wir langsam an den Finger ziehen. Oder an meine Finger. Können wir ziehen, wie wir wollen. Wir haben ein Problem. Und zwar kupfertechnischerweise. Jetzt habe ich mir so überlegt, wir könnten ja eigentlich schon immer so ein, ja, so ein Schredder aufstellen. Habe ich mir so gedacht, den haben wir nämlich fertig. Und dann haben wir mal so ein bisschen nebenbei Kupfer. Das wäre wahrscheinlich nicht so verkehrt. Und wie gesagt, dann müssen wir nochmal in die Stadt rennen. Heieiei, wir haben sehr, sehr viel zu tun und so wenig Zeit. Nette. Achso, die Knifte. Ich müsste eigentlich die Knifte alle so rinpacken und dann erstmal so Tabula Rasa machen, glaube ich. Das wäre wahrscheinlich ja nicht so verkehrt. So, ach so, die. Ach, die wollte ich auch noch machen. Ich wollte die Spulen bei mir noch rein knallen. Rüstungstechnischerweise. Moment mal, ich kann die doch auch noch aufwerten. Das wäre wahrscheinlich nicht so verkehrt. Den Knüppel lasse ich erstmal hier und so. Da brauche ich mich jetzt ja nicht. Und das Schild brauche ich auch nicht. Muss jeden Platz sparen, den ich kriege. Na gut, dann kicken wir mal wegen die Fitness. Sag mal, was brauche ich denn eigentlich Blueprints-mäßig? Fürs Gefährt. Ja, gut, wir wollen nie so klein anfangen, wa? Doch, wir fangen doch klein. Ich habe so das Gefühl, wir sollen klein anfangen. Oh. Gut, das haben wir. Kleinen Moment. Zwei Räder, genau. Das wollen wir zusammenkriegen. Was war das nächste? Ja, gut, da ist schon wieder. Nee, Moment mal. Ich hab ne Idee. Ich glaube, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das machen wir jetzt. Okay, dann muss ich nochmal disponieren. Also ramponieren, disponieren, weg. Ja, gut, eh halt. Umbau. Ich hab doch letztes Mal. Siehst du, ich hab doch zwei. So. Und jetzt brauche ich. Ja, wie gesagt, ich brauche Kupfer. Aber da habe ich eine Idee. Warten Sie mal. Nee, das darf ich nicht auseinandernehmen. Das brauche ich später für den Tisch. Sagen Sie nochmal, ich habe doch. Geht nochmal darin. Das war schon beim ersten Mal nicht so gut. Genau. Wenn ich das da auseinanderbaue, dann krieg doch Kupfer. Ich sag mal so. Ich kann mir das auch später wieder zusammenschustern. Und dann können wir das aufwerten. Weil dann kann ich nämlich unterwegs und dann vielleicht ein bisschen mehr looten und ein bisschen mehr in Motorrad drin schmeißen. Oder ich noch nicht. Aber wir werden es gleich rausfinden. Also mein. Dann sag ich doch. Ich habe da Kupfer verwendet, also müsste ich doch Kupfer wiederbekommen. Das ist sehr, sehr gut. Das gefällt mir. So, jetzt brauche ich. Ich brauche Eisenbarren, ach so, und Kupferbarren. Das macht Sinn. Okay, ein Kabel, ich brauche Barren. Hab ich. Ich hab das. So, jetzt brauche ich Eisen. Hab ich auch. Das läuft ja wie ein Länderspiel. Das hatte ich zwar jetzt nicht vorher. Ich wollte nämlich eigentlich, wie gesagt, den Crasher bauen. Oder Crusher. Was ich eigentlich immer noch machen kann. Aber jetzt haben wir da ein bisschen mehr Kopf. Ja, gut. Na gut, das können wir so machen. So, was fehlt denn noch? Das habe ich, das, ein Zahnrad fehlt. Oh, das krieg ich hin. Also ein Zahnrad sollte machbar sein. Tja. Verrückte Sache. Komplett anders, als ich das wollte. Also, vorhatte. So. Ich hoffe, dass ich dich bauen kann. Es gab nämlich Probleme. Aber das ist ja bloß in Richtung. So. Ach so.
Kleben, Moment. Das ist ja kein Solarzeug. Da brauchst du Benzin. Benzin. Wie ist das, ich sowas da hatte? Da bin ich mir fast sicher. Da ist es. Die Frage ist jetzt, wie weit komme ich damit? Das ist eine... Gut, warten Sie mal. Ich mache aber erstmal, bevor ich da irgendwas mache, werde ich mir jetzt erstmal das alles so vorknüppen. Dann haben wir nämlich schon mal ein bisschen Platz, wenn er hier spart. Denn ich kann ja die Federn auf, die Spulen aufwerten. So, seht ihr? Immer Giftspule auf. Versucht aufzuwerten. Geht natürlich nicht, wenn ich mein Inventar vollknalle. Ja, das ist. Das macht total Sinn. Dieser Unsinn, aber gut. Okay. Also, nochmal. Spulen. Check. Jetzt bloß eine Spule? Naja, gut, du brauchst ja auch immer Dreier. Ich habe keine Dreier. Hab gerade mal hier. Na gut. Ich sag mal so. Ich hab's ja noch ihn übrig. Stufe 1 ist auch okay. Gut, Stufe 1 ist voll okay. Ach nee, hier sind doch noch welche. Ich bin total knatschverrückt. Ich hatte bloß keinen Platz. Da platzt mir doch der Kragen. Na ja, gut. Nimm ich. So. So, jetzt muss ich... das war ja hier so raus, ne? Und dann... Nein. Da, war das hier? Ja, war das. Genau das Richtige. Und jetzt einfach hier hinten. Genau. So, jetzt ist natürlich Zündung. Das brauche ich hier wegen Feuerschutz und so. Wegen Flammenzombies und so. Und die werden wir irgendwann mal treffen. Ach so, Blitzschaden. Gibt es Blitzzombies? Mach keinen Scheiß. Sicher ist sicher. Ich habe vergessen, die zu entleeren. Nur mal so nebenbei, aber solange sie die abmoksen, kann mir das total egal sein. Mal durchbohren, bla bla bla. Das hört sich sehr, sehr viel an. Nein, ich bin kein Zombie. Untersteht euch. Ich sehe manchmal komisch aus, aber das ist bloß Aussehen. Ich habe da gerade was an mich zersplittern gehört. Moment mal, was ist denn der Kältewiderstand? Baue ich auch mal ein? Ihr sagt, Explosion ist auch nicht so verkehrt. Wie ist nämlich noch nicht? Jetzt Lebens... Rinn damit. Ich gehe keine Kompromisse mehr hin. So, warten Sie mal. Ist Helm? Helm, da passt noch was drin. Ey, wo war denn das jetzt? Ich nehme da jetzt zusammen. Jetzt müsste ich ja eigentlich überall was drin haben, ne? Rüstung. Helm. Schuhe. Und Handschuhe. Dann bin ich doch schon wieder ein bisschen besser unterwegs. So, dann mache ich jetzt nochmal schnell mein Inventar so weit leer wie geht. Dann mache ich jetzt nochmal schnell eine Tour mit euch. Schon rein aus dem Grund, ich will kicken, wie schnell das Ding ist. untersteh dich. Du brauchst das Benzin, du kannst ohne Benzin nie leben. Moment mal, bevor wir abhauen, sollte ich denn doch nochmal was machen? Hey, ist ja noch mehr Benzin. Ich sollte das Ding aufstellen. Kupfertechnischerweise. Ich weiß ja nicht, was mir erwartet. So, Schraubenschlüssel kommt mit. Na gut, eine Knifte reicht vollkommen aus. Lass ich das auch mal hier. Das Buch brauche ich nicht.
Die Batterien brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich. Doch, das brauche ich. Das brauche ich nicht. Das brauche ich. Das brauche ich. Brauche alles. Messer brauche ich nicht. So. So sieht doch ein Schuh aus. Hä? Welcher Schuh? Drückt dir der Schuh? Den lasse ich auch hier. Lass ich hier. Spatzplan. Ich bin nach Hause. Ja, da ist ja schon wieder hell. So, dann werden wir nochmal schnell so ein Ding aufstellen. Ah, so weit war das. Siehst du, und da brauche ich mich auch wieder einen Motor. Und eine Batterie. Ach du Scheiße. Eine Batterie brauche ich ja auch. Kann ich mir das leisten? Hä? Leisten doch. Kann ich mir denn sowas leisten? Anscheinend nein. Achso. Muss ich wieder halt rausnehmen. Ich schlimmiel. So. Also brauche eine Batterie, wartet. Ne, Plastik brauche ich noch. Motor und eine Batterie. Eine Batterie und Motor, glaube ich, war das gewesen. Außer Spesen nichts gewesen. So, was brauche ich denn noch? Kann ich Elbe auspacken? Jetzt. Ein Rinn und Raus stoppen, das sage ich euch. Siehst du, das muss ich auch noch umwandeln, dann haben wir noch mehr Benzin. Zündkerzen habe ich. Was war das nochmal? Achso, Platten und so. Wollte bloß nochmal nachgucken. So, da sind sie doch. Ich hab doch alles. Und im besten Falle. Achso, nee, brauche ich noch. Im besten der Falle kommen wir zurück. Und das Ding ist voll. Naja, gut. Das war damals nie so gewesen, wird jetzt auch nicht so sein. Wahrscheinlich wird, wenn wir Glück haben, ist da irgendwann mal Kupfer drin. Mehr aber auch nicht. So. Achso, Leiterplatten. Leiterplatten. Ach du Scheiße, ich hab was vergessen. Die Dinger laufen ja nicht mit Benzin. Also laufen sie schon. Aber nicht so. Da war ja was. Brauchte ich da nicht auch diese Kids? Hätt mir doch mal Kids. Ist schön. Ja, gut, ich stelle das erstmal hin. Ich bin der Meinung, ich brauchte da noch andere Sachen außer Benzin, sag ich doch. Wartungskits, Mensch. Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Siehst du? Was brauche ich denn dafür? Wartungskits. Wartungskits. Stoff und kleine Eisenfragmente. Ja, das sollte ich hinkriegen. Eisenfragmente und Stoff. Ja, guter alter Stoff. Ah, haben wir ein bisschen was. So. 11 Stück. Ist jetzt nicht die Welt, aber radikal habe hab ich. Ja, ich hab's mitbekommen. Ich hab's doch mitbekommen. So. Und falls habe ich jetzt... warum skillt denn der jetzt nicht? Weil ich weg will. Ich habe eine Karre unterm Arsch, also will ich die nutzen. Also, ich hoffe, dass es so einfach ist. So, mein Inventar ist leer. Gut. Na denn. Dann wollen wir mal, wa? Nee, Moment mal. Tanken. Es sind keine Ranken, du sollst mal kurz tanken. Geht doch. So. Bin ja nicht blöd, ich hab vorher schon nachgeguckt. Habt ihr jetzt gedacht, hier muss ich ja noch die Steuerung einstellen. Ja, Schlimiel. Nee, nee. Also, ich hab das gesehen.
Also jetzt nicht voraus, sondern dummerweise wurde gespoilert. Aber durch eigene Dummheit, so rum. Ihr müsst nämlich erstmal unter Einstellung. Und ihr müsst dann nämlich hier unten. Nee, wo war denn der? Ist doch richtig. Nee, ist Benutzeroberfläche, Steuerung muss da drin. Da müsst ihr nämlich ganz nach unten. Und das ist nämlich noch nie eingestellt. Ihr Fahrzeug, da müsst ihr links und rechts einstellen. Ich bin gewohnt, normalerweise mit dem Maus zu steuern, aber das funktioniert nicht. Ihr müsst steuerungsmäßig so einstellen. Also hier mit WASD. Aber wie gesagt, das fährt sich schon ein bisschen schwammig. Oh, was ist denn das jetzt gewesen? Bin ich mir gerade über den Fuß gefahren? Na, das kann ja was werden. Na, ich bin mein eigener Feind, ich sage euch. So, warten Sie mal kurz. Wie sieht's denn? Oh. Nee, das lasse ich noch. Egal. Los, ab in die Stadt. Also ich muss das Ding ausrollen lassen. Und dann erst absteigen. Macht Sinn. Oh, ich fahre die Teile kaputt. Glaube ich. Sammle ich die dann auch ein? Ich glaube nicht. Alter, die Steuerung ist nicht so gut. Aber das Ding ist schnell. Darauf kommt es an. Das schwimmt auf der Straße. Seht ihr das? Also die Steuerung, die fällt mir nicht. Ich hoffe, dass man das irgendwann mal auf Maus umstellen kann. Wie ist viele Leute mögen das? Hallo? Mögen das nicht, aber ich mag die Steuerung mit Maus lieber. Das ist schwierig so zu steuern. Aber es spart Zeit. Wo muss ich denn lang? Links, rechts, geradeaus? Pass auf, du machst die Kisten kaputt. Da lang muss ich. Nee. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Nimmst du Schaden, wenn ich dagegen fahre? Ist das angenehm. Willkommen in der City. Hoffentlich gehen sie nicht an meine Karre ran. Dann wäre ich stinkig. Mal sagen, ich parke hier, wa? Hey, das ist in der Nähe vom Krankenhaus, alles. Schön. Sag mal, bist du bescheuert? Ich glaub mir, hab's Peter. Arme ab, Junge, nee, das sag ich dir. Da kloppt der auf der Karre rum. Ich glaub den jetzt nie gut. Also jetzt seht's ihm nicht. Muss weg. Das schaffen wir schon. Und links und rechts. Nee, okay. Ich bleib da rechts. Antäuschen. Aua. Nein. Ich glaub, sie hat den Sprung abgefedert. Hey. Merkt er was? Ich hab gerade ihn auf den Zünder gekriegt. Quasi auf dem. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hab ihm nie so viele Schaden gekriegt. Oder hab ich mir das jetzt eingebildet? Federn. Spulen. Meinte ich. Machen's. Seid ihr jetzt schon. Nee, ich warte noch ein bisschen. Reparatur technischerweise. Hallo. Ja, komm raus. Ein bisschen an der frischen Luft. Oh, oh. Aua. Ja, so. Tatsache. Ja, gut. Es ist logisch. Dafür sind doch die Federn da. Ja, kommst du raus? Oder darf ich dich durchbohren? Nee, mach das mal nicht kaputt. Weil wenn, dann möchte ich das machen. So, warten Sie mal. Ich schieße ihn mal kurz in den Kopf. Und dann nehme ich dir das weg. Es gibt hier sehr, sehr viel. Ist das jetzt alt einsinn? Es ist alt 1. So, für die nächsten 20 Folgen ist Loot angesagt, ne? Also. Aber ich hab bloß Eisen und Stoff. Alter, kann das viel mal in der erlösen?
Das war eine Warnung. Alter, Walter. Coins. Ich bin reich. Geiler Scheiß. Nimm ich. Ja, nee, überlegen. Oh, da ist eine Glotze oben drauf. Kupfer. Es. Jetzt sind es schon zwei. Alter, Falter. Die spinnen, die Viecher. Also, ich werde... Das werde ich jetzt nicht auseinander. Also, bei aller Liebe. Es sind Fragmente, aber jetzt brauche ich das erstmal nicht. Ich will erstmal hier ein bisschen so rumschauen. Naja, gut. Der Platz, der lichtet sich langsam. Eine Knifte? Da. Im Namen der Eule halten Sie die Schnauze. Schieb dir die Munition quer ein. Gut, ich lasse die Karawane hier stehen, wa? Die wird ja keiner klauen. Aufbewahren. Tatsache. Geiler Scheiß, das ist nicht viel, aber für mich reicht das. Vielleicht kann man das ja erweitern. Bitte lass es erweiterbar sein. Bitte, 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 bitte. Alter, und bitte erschieß den mal, Ena. Oh, Moment mal. Die wird mich doch jetzt nicht sehen. Warum weiß sie, dass ich die Knifte ziehen will? Zu weit weg, Karmin. Zu weit weg. Aber du wirst deine Chance bekommen. Die greift an. Da, siehst du? Sturzflug. Ein Kamikaze. Ey. Ah, diese Ruhe. Spürt ihr das? Diese Erleichterung? Das war mir wert. Das war mir wert. Also, vielleicht kommt die nächste. Ach ja. Wo nachgeladen ist. Oh, Plastik brauche ich nicht. Was ist hier drin? Post? Ach, keiner schreibt mir. Ja gut, ist auch nicht Seven Days. Sag mal, ist das... Naja gut, die Stadt ist ja neu angeordnet, ne? Nichts mehr mit Orientierung oder so. Hallo. Dürfte ich reinkommen? Ich werde aber die Kiste nicht looten, wa? Ich werde kicken wegen Kupfer und Schränke und so, ne? Obwohl ich das eigentlich für Baum brauche. Schnauze. Na, was denn nun? Kommst du oder kommst du? Ich muss das Ding wirklich anschnitzen. Das Ding ist ganz schön langsam. Oh ja. Oh ja. Nee, das muss jetzt nicht. Das muss jetzt nicht wirklich. Ich hoffe, dass ich die diesmal nicht auseinandernehme. Ich wünschte mir, ich würde sie diesmal in diesen Zustand lassen. Das wäre sehr entgegenkommend. Das ist eine Wanne. Alter, so eine will ich hoch. Es ist eine Entspannungswanne. Also so kann es ruhig weitergehen. Also so wie... Hallo. Mrs. Postfrau. So kann es doch weitergehen. Aber es sind sehr, sehr viele Räume. Also bauen technischerweise. Ich glaube, ich werde noch so ein paar Fallen aufstellen können. Stinkt normale, wenn wir nach Hause kommen. Aber so aufwerten? Also ich sehe das heute nicht kommen. Ich glaube, das fällt aus. Was denn? Zieh dir mal was an. Hast ja noch nicht mehr Haut an, Junge. Nee. Du lässt dich aber gehen. Aua. So schlecht war der nun auch nicht. Sag mal, ist das... Ja, es ist schon wieder so weit. Da.
wir gleich mal ein bisschen schärfen, die Sache. Gut, ein bisschen mehr Kupfer könnte sein. Aber Eisen ist auch nicht schlecht. Ein bisschen Eisen ist ja auch nicht so verkehrt. Die ist doch noch gut. Zu spät. Kaputt. Der bringt nicht mehr den Marktwert ein. So, warten Sie mal, ich werde erstmal ein Stück Fleisch schnabulieren. Moment mal. So viel Zeit muss sein. Könnte genau diese Müllkiste sein, die mir fehlt. Warte mal. Ich guck doch nochmal nach. Ich will bloß mal gucken, ob du da auch Kupfer kriegst. Nochmal. Nee, nur Nägel, Stoff und Seile, Holz. Noch mehr Holz. Das Holz schmeiß ich weg. Wie gesagt, Bäume gibt es genug. Gibt es jetzt nicht Mangelware? Brauche ich jetzt nicht. Hier, da ist noch ein Schrank. Aber die kannst du ja bloß auseinandernehmen. Nägel und Leiterplatten. Zwei Stück. Oh, Sicherung und Kabelse und Stecker. Wattstecker. Es ist ein Wattstecker. Hey, das, Ims. Energy. Tabletten. Genau. Das wollte ich sagen. Tabletten. Hallo. Gib mal, diesmal schärfer. Scharf, wa? Was ist das da? Ja, das ist. Ey, ich hab schon wieder nicht drauf geachtet, ob auf dem Boden Munitionskisten liegen. Schäm dich. Böse, böse. Also, Eisen ist schon mal gut. Also, bis jetzt. Geht mal immer Eisen mit drin gehabt, aber sonst. Na gut, das ist unten noch. Hallo. Überraschung. Rätsel. Ich werde jetzt öfters kommen. Versprochen. Ich hab nämlich jetzt ein Gefährt. Du bist kein Gefährt. Du bist beinlos. Schon weniger Knifft hat sich das heute gelohnt. Ich habe mein Manko von letztem Mal weggemacht. Schön, ich freue mich. Und ich krieg noch obendrein Munition. Ja, was soll denn heute noch kommen? Eine Schrutze auf Gelb. Schnauze. Ich habe gesagt, eine Schrutze auf Gelb. Oder eine Machete. Machete oder Machete nicht. Ja, warum ist denn hier jetzt das? Das ist nicht original. Da war mal was drinne. Ach so, der Speer. Der Speer. Den habe ich ja zu Hause gelassen. Alter, vier Eisen. Ich kann die nächste meine Base komplett aufwerten. Ohne Probleme. Krass. So, ich sehe, ich habe schon mal ein Level gemacht. Voll interessant. Ist doch gut, ich mach doch schon. Nein, jetzt musst du warten. Schrei, jetzt Kruzifix. Runter vom Bett. Ich glaub, ich hab dir gesagt, runter vom Bett. Das hast du davon. Siehst du? Oh, hier ist viel mehr Platz. Hallo, ihr Beben. Na? Ihr kommt aber ungünstig. Haha, daneben. Komm mal hier. Ja! Diese kann ich hoch mit der Maus mal wackeln. Hat dir nichts gebracht? Ja, nicht ganz. Ich muss jetzt ein Stück Fleisch essen. Noch einer. Keine Kontenance. Aber wie viele Stöcke sind denn das da? Gut, wir sind erst bei 8 Stunden. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Eine Mikrowelle.
Was kriegt denn jetzt? Kriegt er Nahrung oder so? Warum schraubt er die auseinander? Er braucht doch bloß reingucken. Nägel. Ich bekomme Nägel aus einer Mikrowelle. Und bloß ein Kabel. Was ist denn das für eine Mikrowelle? Danke. Also büchertechnischerweise muss aber nur ein Stück nach oben. Aber sonst? Bis jetzt? Schnauze. Ist das nicht so verkehrt? Nee, du haust mich nicht. Okay, du haust mich doch. Also das Papier. Und? Es ist Stoff. Ich hätte jetzt eher mit dir gerechnet, dass ich jetzt irgendwie Klamotten was kriege, so in der Richtung. Gelb. Das wäre lieb. Jetzt, wenn das so weiterhin tut, sind aber noch sehr, sehr viele Räume. Nachladen. Er hat es noch nicht mitgekriegt. Er hat sich teleportiert. Er ist ein Hexer. Deswegen halt ihn erschossen. Verrückt. So, ich weiß aber immer noch nicht, ob es jetzt wert ist, die aufzuwerten, die Knifte. Nicht, dass ich die aufwerte und dann krieg ich auf jeden Fall die gelbe oder was. Ich kenne doch mein Glück. Nee, eine Tonne. Also eine sehr, sehr kaputte Tonne. Es sah nur so aus, als mindestens noch eine Etage kommt. Oh, Alter, und eigentlich müsste ich das Papier auseinandernehmen. Achso, das kannst du ja nicht auseinandernehmen. Das ist nicht kaputtbar. Nicht du. Guck mal hier. Wahrscheinlich sollte ich mal kurz rausgehen, wa? Könnte vielleicht interessant für mich sein. Hallo? Ich da wer? Ja, gut. Mit Knifte ist verkehrt. Also. Machst du nicht nochmal, Junge. Nicht nochmal. Aber gut, auf dem Balkon ist schon ein bisschen schwierig hier so, ne? Na gut, dann kannst du von draußen rinballern. Was ist denn das da? Weil ein Krokogator kann das nicht sein. Ich hoffe, dass es kein Krokogator ist. Hier im Haus. Er sollte auf die dumme Idee sein, kommen, sich hier so zu halten. Sie anliegen ein Krokodil. Panik. Na, warten Sie mal. Hab ich hier schon nachgeguckt? Ja, hab ich. Ja, versuch mal weiter zu kotzen. Na gut, könnte er. Rein theoretisch braucht er seine Füße nicht zum Kotzen. Das ist zum Kotzen. Sag mal, meine Klamotten? Ui, 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 ui. Die sind ja ein schön ramponiert. Jedenfalls sollte ich das so mal ein bisschen im Auge behalten. Ich behalte dich im Auge. Ich wollte gerade sagen, in diesem Moment, ich sollte damit nicht so asen. Too late. Zu spät. Naja, gut, vielleicht kriegt man ihn zwei Stück. Wenn nicht, muss ich sie mir herstellen. Nochmal sage ich es nicht. War der zu rabiat? Vielleicht. Weiß es nicht. Ich bin mit dem Umgang von den Zombies manchmal komisch. Manchmal wollen sie das eine und mal das andere. Oder dasselbe. Das hört sich irgendwie, wie gesagt, ich weiß das nicht einzuordnen. Oh, da sind wir ja komplett durch.
Gut, dann machen wir hier weiter. Hallo. Ich bin nicht treffsicher. Du aber. Damit mach den erstmal weg. Bevor der mir in eine Quere kommt. Dieser Queroland. Das ist eine Kiste, eine stinknormale Kiste. Die will ich nicht. Die sieht mir zu ekelhaft aus. Die ist Massenprodukt. Genau. Das war die, die ich schon hatte. Ich war mir nicht so sicher, weil die hier auf der Seite noch nicht gelootet ist. Aber dann sind wir doch hier durch. Na, das ist doch ja nicht mal so verkehrt. Ich würde mal sagen, dann machen wir morgen gleich weiter, wa? Ich würde sagen, der Krankenhaus. Nee, der Krankenhaus noch nicht. So weit bin ich noch nicht. Aber es wird morgen in der Stadt weitergehen. Darauf könnt ihr aber hinlassen. Ich habe Blutdialekt. Also, ich schließe mich hier ein. Wir sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Und dann nehmen wir den Rest auseinander. Fix und auseinander. Also, bis dann. Ich bin raus. Tschüss.